Hi, bald ist ja wieder Nikolaus. Und dazu fiel mir folgende kleine Geschichte ein, die heißt Mit Zipfel an der Mütze. Und worum es da geht, das werdet ihr jetzt hören. Ich sehe den Nikolaus, der geht von Haus zu Haus und packt bei mir vielleicht seine großen Taschen aus. Was hat er da wohl drin? Oh, was kann ich da sehen? Eine Rute, wunderschön, runzlig-punzlig anzusehen. Doch was macht er jetzt? Er schaut zu mir herüber, dann steht er vor der Tür. Oh, was kann ich dafür? Jetzt gibt es Haue, Haue, Haue wohl auf mein Popo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und ich denk, aua, 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 dober Nikolaus. Fahr doch wieder zurück nach Haus. Ja, bitte fahr doch wieder zurück nach Haus. Es klingelt an der Tür und Mama öffnet sie. Da steht ein großer Mann mit Zipfel an der Mütze dran. Die Mama lässt ihn rein, ich sag mir, oh nein, oh nein. Oh bitte lass doch nicht den Nikolaus zu uns hinein. Doch was macht er jetzt? Er schaut zu mir hinauf, er geht zu meiner Tür. Oh, was kann ich dafür? Jetzt gibt es Haue, Haue, Haue wohl auf mein Popo. Oh, 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 oh. Und ich denk, aua, 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 dober Nikolaus. Fahr doch wieder zurück nach Haus. Oh, bitte fahr doch wieder zurück nach Haus. Er geht an mir vorbei und klettert auf das Dach. Was will denn Nikolaus nur da oben drauf? Dann fegt er mit der Rute den Schornstein durch. Oh Mann, das sieht doch jeder, ein verkleideter Schornsteinfeger. Doch was macht er jetzt? Er kommt zu mir, er sagt mir an der Tür: Haha, du kannst doch nichts dafür. Und ich schaue, schaue, schaue ihn dann hinterher. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich denk, jetzt kommt der Nikolaus wohl gar nicht mehr. Was hatte ich doch für ein Schwein? Jetzt kann ich wieder